Willkommen bei einem neuen Minecraft-Sieh-Test. Ich habe wieder eine Glückszahl rausgesucht. Die steht hier auf meinem schlauen Zettel und heißt 2728538. Und es soll ein Dorf am Meer sein. Na, das klingt doch eigentlich recht malerisch, oder? Dann mal schauen. Jetzt habe ich vergessen zu sagen, ich bin gespannt. Aber die Spannung lohnt sich. Es ist ein Dorf am Meer. Klingt wie ein Urlaubsparadies. Da ist das Meer, hier ist das Dorf, da würde ich mir gleich ein Zimmer nehmen. Okay, aber bevor wir uns hier zu gemütlich machen, einmal Heu, einmal Campfire, einmal Kompass und einmal Nightzeit. So. Und dann gucken wir mal. Eine Kirche ist da. Das heißt, wir haben gleich einen Braustand. Komm, zeig. Jawohl, ein Braustand ist da. Dann ist ein Geistlicher nicht weit. Das heißt, ihr könnt schon mal von der ersten Zombie-Invasion die Rotten Flesh verkaufen. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Ist aber ein kleines Dorf. Schön mit einer kleinen Bucht zum Tauchen und Baden. Ist das ein Unterwassermonument? Nein. Wo ist ein bisschen schief? Okay. Also für mich sieht das aus wie ein malerisches Urlaubsparadies. Jetzt fehlen natürlich noch ein paar Tauchattraktionen, wie zum Beispiel ein Schiffswrack. Fürs Whale-Watching würden mir ja schon ein paar Delfine reichen. Delfine haben wir. Oder? Nein. Doch, da. Gut. Whale-Watching im Urlaubsparadies. Check. So. Was brauchen wir noch, um den Urlaub genießen zu können? Na holla. Ein paar Unterwassermonumente. Nee, Monument ist es nicht, Quatsch. Naja, diese Unterwasserstrukturen. Ja. Hier können wir ein bisschen tauchen. Alles klar. Check. Und ein versunkenes Schiffswrack. Und sogar noch in gutem Zustand. Ah, das reinste Taucherparadies. Warte mal. Hier können wir doch eigentlich, wenn wir schon in Urlaubsstimmung sind, den Screenshot machen, oder? Warte mal. Dann trinken wir hier mal einen Schluck. So. Das nehmen wir als Screenshot. Urlaubsparadies. Passt. Nehmen wir. Ah, da ist gleich das nächste Dorf. Ah, kann man ein paar Einheimische besuchen. Andere Kulturen kennenlernen. Schönes Savannendorf. Passt. Da kommt Urlaubsstimmung auf. Dann gibt es einen kleinen Ausflug in die Wüste. Bin ich auch noch mit bei. So, ah, jetzt baut er hier die Ebene auf. Ein Sumpf wird auch gleich aufgebaut. Sehr gut. Gibt es noch eine Sumpfhütte? Nö. Die Hexe hat keinen Bock, sich von Touristen irgendwie begaffen zu lassen. Gut, müssen wir ohne auskommen. Wald, Wald. Viel Platz zum Wandern.
Oh. Noch mehr Platz zum Baden. Wer eine abgelegene Insel möchte, um mal richtig auszuspannen, bitte schön, haben wir alles. Oh, sind wir schon wieder zu Hause. Dann begeben wir uns jetzt mal in die Richtung. Ja. Ist es Sand oder Clay? Sand. So. Oh, was erwartet uns denn hier? Also mit Night Sight hat man viel besseren Blick. Dann sieht man auch die Schiffswracks leichter, die es hier gibt. Da ist noch eins. Ha! Klappt ja wunderbar. So. Noch ein Schiffswrack. Sogar gut erhalten. Das heißt, man kann hier auch auf Schatzsuche gehen. Super. So, ich kehre jetzt in einem großen Bogen wieder Richtung Heimat zurück, damit wir auch mal gucken, wie die Landseite aussieht. Da ist noch ein Schiffswrack und eine Schlucht. Ja. Nehmen wir. Ey, sag mal, nächstes Schiffswrack. Jetzt will es aber einer wissen hier. Da ist noch eine Unterwasserstruktur. Mit einem Ertrunkenen. Nehmen wir mit. Mit denen kann man bestimmt Handel treiben. Wenn man den höflich fragt. So. Was haben wir noch hier? Ein Schiffswrack, diesmal auf dem Kopf liegend. Ja, dann ist es langsam genug an Schiffswracks. Jetzt würde ich gerne mal die andere Seite. Ah, den Schiffswrack nehmen wir doch mit. Okay. Das Dorf hatten wir doch schon mal. Hier waren wir schon. Okay. Ist das alles? So, dann mal gucken. Hier ist die Bucht. Nach da sind wir als erstes geflogen. Da lang. Hier rüber. Und dort ist das zweite Dorf. Dann sind wir fast mit allem durch. Dann gibt es hier nur Inseln und Schiffswracks. Und Dörfer. Und Schiffswracks. Und Unterwasserstrukturen. Und Schiffswracks. Ja. Hier ist nochmal ein Stück Schlucht. Ey, Moment. Das gibt zwei so eine Savannendörfer. Eins hier und eins da drüben. Ja. Okay, da gibt es jetzt insgesamt schon drei Dörfer. Das Startdorf und die zwei Savannendörfer. Sieht gut aus. Was jetzt noch fehlt, ist hier in der. Wo steht die Sonne? Da. In der Wüste, so ein kleiner Wüstentempel, den man besichtigen könnte. Ah, hier haben wir eine Schlucht. Über Wasser diesmal. Mit reichlich Kohle und Eisen. Cool. Ein schöner tiefer See mit Schildkröten. Bin ich dabei? Und einmal große Ebene, bitte. Gut. Das nächste Dorf. Perfekt. Also, wer andere Sachen haben will, Abwechslung sehen will. Wir haben ein Wüstendorf im Angebot. So, mal warten, bis der Computer hinterherkommt. Gruß an Java.
12 Kerne rechnen sich jetzt hier ein ab. Gut. So, also wir haben jetzt mindestens ja 3, 4 Dörfer. Also einschließlich dem Startdorf. Ist doch sehr paradiesisch. Also größere Landflächen gibt es auch. Aber zumindest in der näheren Umgebung, die wir hier im Rahmen des Tests erkunden, sehr, sehr viel Wasser. Ein Brunnen, damit man hier in der Wüste nicht verdurstet. So, die Schlucht kennen wir. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal in Richtung Startplatz. Genau. Das Schiffswrack kennen wir bereits. Sieht auch aus, als ob das mal ein Haus werden sollte. So, genau. Und da ist unser Startplatz. Also werden wir jetzt zum Abschluss noch mal gucken, wie das Ganze von unten aussieht. Ja klar, du mich auch mal. So. Game Mode Spectator. Und es geht abwärts. Ah, einer Höhlentour steht nichts im Wege. Interessanten Geräuschen steht auch nichts im Wege. Super. Und schaut mal da. Genug Platz für eine große Höhlentour mit Spinnenbesichtigung. Herrlich. Da irgendwo. Quatsch. Da irgendwo ist dann auch ein Goldapfel versteckt, meistens. Super. Oh, hier geht es wieder tief runter. Ja. Da ist der Eingang. Da geht es dann da runter. Zack. Bis dort durch die Lava durch. Und dann hier runter. Und da geht es dann bis aufs Grundgestein. Super. Würde ich sagen, ist das die nächste oder da ist eine Mine und da. Wow. Sogar zwei unterirdische Minen, verbunden durch eine große Schlucht, die hier lang geht. Cool. Ich denke mal, das wird ein sehr entspannender Urlaub, den man hier verbringen kann. So. Deshalb, wenn ihr in Urlaubsstimmung gekommen seid, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Z-Test. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich winke wieder, auch wenn es keiner sieht. See you later.